Hallo, heute ist Montag und heute werde ich euch von Montag bis Sonntag mit in meinen Alltag nehmen, damit ihr so seht, wie es so ist in meinem Alltag. Ja, so ein Vlog. Und ja, ich muss gleich in einer Weile zur Schule gehen. Also dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. Heute ist Nikolaustag und deswegen habe ich eine Kleinigkeit bekommen und zwar tada! Ein Organizer für Skincare oder Make-up oder für das, was man möchte. Das habe ich mir schon ewig gewünscht. Also wir werden es heute zusammen öffnen, mal sehen, wie das aussieht. Und ja, aber ich habe noch eine Kleinigkeit bekommen, die ich euch unbedingt zeigen muss. Denn Schokolade darf nie fehlen. Und schaut mal diese Schokolade. Das ist ein riesen Ferrero Rocher und da kommen nicht kleine, sondern das ist wirklich ein riesengroßer. Also perfekt, ich liebe Ferrero Rocher und das hier so groß. Aber zuerst machen wir das hier auf. Wow. So, dann werden wir es mal erst aufbauen. Okay, das Ding ist richtig cool. Weil da gibt es so Plättchen, die kannst du so in der Höhe einstellen, wie du möchtest, um Sachen drauf zu machen. Wir werden das dann auch später füllen, aber jetzt gleich muss ich auch noch zur Schule. So, jetzt gibt es Mittagessen und zwar Arepas. Tada! Schaut mal, ich habe es fertig aufgebaut und schon etwas befüllt. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Ich lieb's. Schaut mal, hier so Skincare-Produkte, Parfüm, für die Nägel noch etwas, für die Lippen. Also ich habe ein bisschen von allem hingetan. Ich bin noch nicht ganz fertig, also ich möchte es noch ein bisschen überfüllen, dass etwas mehr ist. Aber an sich ist es perfekt. Es hat auch noch ein paar Gummis dabei. Die sind hier dran. Die hängt man da dran, damit es befestigt ist und es hier so nicht rausfällt, die Plättchen, damit sie also wirklich dranbleiben. Also ich lieb's, es ist perfekt. Hier kann man auch oben noch Sachen tun und ja, dann werde ich es dann mal mehr befüllen. Das Beste ist aber auch natürlich, dass es sich drehen kann, weil wenn es sich nicht drehen könnte, wäre es ein bisschen schwierig. Aber schaut mal, Alter, das ist richtig einfach, echt cool. Also kann ich echt weiterempfehlen. Lernen fertig und es ist schon etwas später geworden. Ich habe mich auch umgezogen und heute bin ich super glücklich, denn wir haben ein neues Auto gekauft. Ja,
Und heute ist mein Papa gerade unterwegs, um das neue Auto zu holen und es hierher zu bringen. Und ich bin super gespannt drauf, wie es in Person aussieht, so ganz genau, die Details, alles. Und dann, wenn er ankommt, werden wir direkt zusammen eine gemeinsame Fahrt machen, um zu sehen, wie das so ist. Also ich freue mich mega drauf. Und ja, dann warten wir dann drauf und ich nehme euch dann auf jeden Fall mit. Und ja, dann warten wir. Hallo, heute ist Mittwoch und heute werde ich mich impfen lassen zum zweiten Mal. Und ja, dann werdet ihr mich heute begleiten. Ich gucke mal, was ich alles filmen kann. Ich kann mir nichts versprechen, dass ich das alles filmen werde. Mal sehen. Ich hoffe, die Impfung wird gut. Also die erste war bei mir auch ziemlich gut. Also ich hatte ein bisschen Schmerzen und die ersten Tage konnte ich meinen Arm nicht so sehr bewegen. Aber an sich war es dann auch gut, also nichts Schlimmes. Also von daher hoffe ich, dass die zweite auch gut ist. Und ja, dann gehen wir mal. So, ich bin gerade angekommen. Die Impfung ist sehr gut gewesen. Ich glaube sogar besser wie die andere. Denn bei der anderen habe ich schon am Anfang irgendwie gespürt, dass es ein bisschen wehgetan hat. Aber hier gar nichts. Also bis jetzt fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich bin hier auch gerade gekommen, also von daher, ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Aber bis jetzt fühle ich mich ziemlich gut. So, jetzt gibt's Nachtisch. Und zwar Brownie mit Eis. Oh, ich lieb's. Panzerotti. Das ist Pizzateig, welcher frittiert ist und da drin ist Mozzarella und Tomatensoße. Wir machen uns jetzt Abendessen und zwar ein Smoothie Bowl mit Blaubeeren, Erdbeeren und Banane.
Heute ist Samstag und heute bin ich super glücklich, denn heute fahren wir zu meinen Großeltern, um dort das Wochenende zu verbringen. Und ja, dann gehen wir dorthin. Ich bin gerade gekommen. Es ist Sonntag, es ist schon etwas spät. Ich werde jetzt gleich duschen gehen. Und ja, das war's doch mit dem Vlog. Eine ganze Woche mit mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat sehr gefallen, euch in eine normale Woche mitzunehmen, um zu sehen, wie es so ist. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach ungratis. Und hier diesen Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss! Oh,